Rewards gibt, kannst du gerne auf Moldani folgen. Du hast heute noch keinen Wacken verstanden. Ich hab nur Wacken eingenommen, sonst war ich einfach nicht drauf auf dem Account. Bro, what the fuck? Breath of the Wild. Ich hasse dich. Ich mach 600 Damage alle Schalt, ja. 200 ja, Resin. Na, Sakobi, was machst du? Das Resin kannst du gerne ausgeben, wenn du willst. Ich bin dead. Ist es... Fuck! Das ist schon dein Main, ne? Ja. Hold up, ich bin... Oh! Drei... Nee, oh mein Gott. Ja, ich hab die seit Jahren nicht mehr gefarmt. Kannst einfach hierher kommen, guck mal. Ich weiß, aber ich hab sie seit Jahren nicht mehr gefarmt. Ich bin hier, ich bin hier. Ich bin bis jetzt immer ausgekommen. Ich glaube, du hast heute eine Tag, wo ich hier rauskomme mit. 20 Kampf hinter mir. Jetzt kommen wir zu dir. Was? Savas! Sava? Ich frass sie, du nicht! Oh, sorry. Nee, also ich mag das nicht, was du hier machst. Jetzt ist das nur lustig. Abyss. Fuck, ich bin tot, nein! Okay, ja, actually, das ist vielleicht komplett Dogshit. Hast du ein... Lauft's noch? Sie ist erst, lauft er, ja? Okay. Hab ich ein was? Aber 800 Käfer leider auch noch. Für den Käfer. Bro, die Homing-Targets sind ehrlich, aber auch nicht. Oh mein Gott. Ja, ich bin instant gespawnt, oder? Bitte lapp. Oh, what? What the fuck? Die falsche Ching-Chue. Schade. Fuck so nicht. Du kannst richtig wechseln. Bro, du hast ja legit. Ich bin dead. Okay. Ich bin da, ich bin da. Okay. Jetzt mit neuer Armor. Hoffentlich mal nicht One-Shot. Ach nee, stimmt, jetzt weiß ich wieder, was du für Teams spielst. Boah, die ganze Armor ist gefickt, alles. Ja. Ich hatte vor, was komplett anderes zu spielen. Na, warum, das macht jetzt Sinn. Bro. Lass mal hier probieren. Raiden, Dings. Wurst. So. Ich habe jetzt 3 Summons, dank dem Bild. Digga, ja, was zum Fick ist das? Den hab ich noch nicht. Oh, ich hab nicht. Ich also, Chainlink, den hab ich. Du hast dich besessen. Ja. Was ist das? Fuck, ich bin tot. Nur 300 hier. Blab, blab, blab. Unser DSM. Was ist? Der Kobi. Ich will die ganze Schwert einfach machen. Hast das du eine Herausforderung sein oder nicht? Darf ich Petra klauen? Die Köpfe sind am Spawn! Ich klau mal Petra. Das ey, fast! Ich bin dead! Überlapp! Du hast nicht mal Foppies Petra. Das sind Please Köpfe! Du musst noch farmen, ja, ich bin nicht dazu gekommen. Das ist schade. Oh! Ich bin da! Bro. Hure, Kaffer am Spawn! Hä? Hast du Bombe mitgenommen? Nein! Ich glaube, Kaffer sind explodiert und die hat so alle umgebracht. Darf ich das klauen? Er hat nicht einmal mehr HP. Nee, what the fuck? Ich wieder Ding auf sie draufhauen, wenn du willst. Du verrennt! Ja! Ich verstehe nichts, was ihr labert, aber. Wir haben gewonnen. Und das, es hat so 20 Grabsteine überall, wo wir gestorben sind. Wir haben abgewechselt mit wer frecht und wer lebt. Mach einfach was du willst, ja. Bro, das Piece ist übelst. Na, das ist Electro Damage Bonus, nevermind. Giant Bugbrain. Das Buch ist das Item. Was ist das? Ich hab Titel ganz Spaß. Okay, ich muss erstmal. Na, Bro, ich muss ganz kurz mal ein paar Domain-Gänge machen, so 2 oder so. Wo ist mein Grabstein? Ich geh einmal hier rein. Mach's tut mir leid, das sind Mini-Grabsteine. Was? Das ist ganz deins, aber wenn ich da irgendwie noch irgendwas hab, soll, wenn ich da überhaupt irgendwas hab, dann kannst du auch gerne verwenden. Mach was du willst, es ist mir egal, ja. Alles klar. Wieso zum Fick kann ich mich nicht halten? Alter, das kann wirklich nicht sein. Bro! Was ist das?
Moment, ich will noch ganz kurz sehen, wie deine Ryan, wie deine Yai aussehen. Die Yai ist absolut noch gar nicht gebaut, das Fakt, weil es provisorisch noch was draufgehauen. Die Ryan ist okay. Also sie hat ihr A, aber. Okay, das Piece ist insane. Das Piece ist gut. Das Piece ist sehr gut. Das Piece ist. Ja, ja, schade. Electro Damage komplett also. Ja, wie habe ich den Waypoint übersehen? What? Okay, okay. Ja, ich sehe schon. Ich habe vergessen, dass man noch das machen sollte. Hey, Jingling. Ja. Dieser Fight hat gerade die Ressourcen von dir und deinen Urgroßeltern auch noch gekostet. Ja. Dieser was? Dieser Fight. Oh. Den, den ihr gemacht habt. Die Note ist oben. Ey, okay. Der Bogen, den du mir gehörst, der kann einfach nicht kaputt gehen. Der nimmt kein Damage. Ammo. Ja. Hast du Jojo? Weißt du noch der Mathe-Test, also, wo ich gesagt habe? Ja. Easy, sag so. Dass ich Jojo benutzen werde. Was ist das? Ich hab jetzt eine 6-0 in Mathe. Nice. Bin stolz auf dich. Danke. Jetzt will ich unbedingt wissen, was die anderen Wunsinn haben. Boah, ich freue mich schon drauf. Das ist eine 6 in. Das ist eine 1 in Mathe für euch. Falls. 1, das ist ja. Achso, ach. Richtig, die Schweizer sind ja so komisch. Nee, die sind besser. Höhere Zahl heißt besser. So nicht anders. Ja, die haben sollte das halt exchange. Ja. Ist es. Okay, nee, es ist. EM Riden, ist Rosh jetzt zufrieden? Ich hab halt noch nichts anderes bekommen, ja. War kurz weg. Das reicht. Nein, actually, es reicht nicht. Ah. Ach, Mann, das darf nicht sein. Also, aber haben wir eigentlich mal den Helm von dem Grimset? Ach, du hast den nicht? Nö. Nee. Danke. Jingling, hast du Spaß? Nein. Wahrscheinlich. So was jebt jetzt? Ach, what the fuck? Wait. Ah ja. Jetzt müssen wir den Vogel gucken. Es wird erst gespannt, welchen von den Five Stars ich auswählen werde. What ich the fuck is this? Ja, hier. Okay. Hey. Wo? Aber ohne dem Movement Speed Ding und dem Teleporter, das wäre nichts gewesen. Ja, for real, das wäre so ja, ein Puck gewesen. Ja, hey, sowas von Guanix. Tacos wie was immer am Carrion. Britus. Warte, warum ist deine so. Konnte Pure Fiction Floor 1 clearen, Frosch? Crazy. So mit Max Punkten oder sowas. Ich habe einfach auf Autoplay gestellt. Das habe ich nicht erwartet. Frosch, bitte sag mir, wieso sich das Viech so bewegt. Welches? Surely, schau auf die Map. Mal. Ah ja, what the fuck. Ja, ist halt ein Vogel. Schade. Schauen wir mal die Map. Das ja, komm, ich will zumindest 200 Jahre auf dieser Schreiner sehen. Eigentlich müsste du alles haben. Ja, komm, das reicht. Oh, Festering. Ups. Wieso? Nicht gut? Ja, halt schön ein bisschen mehr Heals zu haben. Ich meine, ein bisschen mehr ER zu haben und du hast dann. Festering ist schon das Beste, aber dann brauchst du mehr ER ein bisschen im Vergleich zu. Flöf. Weil Flöf dir noch so 32 ER gibt am Skill. Der Tin-Spawner ist immer noch nicht kaputt. Da hab ich locker schon 1000 rausgenommen. Was machst du, Jingling? Eine schöne Motivation,
motivierende Headpads geben oder wie? Denkst du, das macht sie nicht, wenn du bist? Klar. Wait, du hast nicht mal einen Healer. Oh. Nein, den nicht, das ist so der eine Charakter, den mir wirklich fehlt auf dem Account. Auf dem mir fehlen wirklich viele Charakter eigentlich so auf dem Account. Ich farm für dich jetzt Yo-Yo Mats, das kann nicht sein. Ja, mach was du willst. Bro. Was ist das? Sei mal komplett durchscrollen. Oh, immerhin hat sie vor PC Wood, das ist gut. Oh man. 5 Piece, okay, das ist sehr schön. Das heißt, ich kann hier eins auf. Ja, hier. Perfekt, mehr HP, dann stirbt sie nicht instant. Immerhin etwas. Fav Bow, hast du Sack Bow? Ja. Aber ER hätte ich doch noch gern ein bisschen. Ja, dann lieber so. C2, I guess, das ist sehr schön, dass du zumindest eine verlängerte 4-Time hast auf dem Burst. Ja, yo, yo, hart. Das ist fein. 600 Skeletor. Aber jetzt ist leider aufgebraucht. Oh, wir können sie sogar nehmen. Perfekt. What? Sehr gottlos viel. Guten Morgen, Jingling, willkommen auf meinem Account. Was ist das? Bro! Ja, hallo. Ich glaube, ich gehe gleich wieder schlafen. Wenn das der Morgen ist, der mich begrüßt. Ich glaube nicht, dass Level Materials das Problem sind, Jingling. Oder Unlocked. Nee, das habe ich hier gerade gelesen. Das ist eigentlich interessant gekommen. Oh, what? Wir, oh, Mann. Wer von diesen großen Öfen machen, es ist so abfuck. Ja. Ich weiß nicht, warum meine Raiden so absolut wenig Schaden, aber ich glaube, es liegt in den EDM-Hackies, oder? Bitte was? Der dass meine Raiden im Vergleich zu anderen Zero Raiden zu wenig Schaden machen. Die Raiden eventuell, weil sie sehr schlecht gebildet ist. Ich glaube, das größte Problem ist das Headpiece, oder? Ich hab's jetzt geswitcht zu Crit Rate, aber jetzt hast du halt eine Dogshit Ratio. Ich meine, hier kannst du sehen. Das ist die Ratio. Das ist die 1 zu 1 Ratio. Oh ja. So war eine Hu Tao Ratio gefühlt. Jo. Ich meine, das Piece ist cracked. Das Piece ist. Ja, das Piece ist cracked. Das Piece ist auch insane. Das ist auch sehr gut. Das erste, das was so cracked ist. Das hier. Crit Rate, Crit Damage, Attack Percent, Energy Recharge. Es wäre besser, wenn es mehr in Crit gerollt wäre und höher, aber Crit Rate ist hier so wie 3 High Rolls. Crit Damage ist ein Low Roll, Energy Recharge ist ein High Roll und ich glaube Max Roll. Und dein Attack Percent ist ein High Roll und Max Roll. Insgesamt sehr gut vom Roll Value her, halt ein bisschen mehr Crit wäre besser, aber trotzdem nicht schlecht. Dein Sense ist halt ist auch sehr stark, weil es über 40 Roll Value hat. Das hat genau 42, glaube ich, um genau zu sein. Und dann hast du halt noch eine Plume, die halt ja eigentlich nur ein bisschen Crit Value hat. Bisschen schade um Defense Flatten Elemental Mastery, aber immerhin hast du hier auch wieder über. Also ich glaube, Frosch würde nicht sagen, dass es schade um die M wäre. Value. Ich meine, wenn du ehrlich bist, das. Guck mal, Frosch, wenn du ehrlich bist. Das ja auch. Die zwei. Ja, wenn ich ehrlich bin, falsches Set. Zu wenig EM. Digga, du weißt. Alter, komm. Sag dir mal das alte Headpiece, was ich auf ihn drauf hatte. Das. Das ist stolz. Oh, ey, das ist ein Anfang. Digga. Was war davor das Electro Goblet? Das hier vermutlich, ja. Ja. Ja, es ist heftig, Mann. Ah, ja. Ja, das hat auch kein Crit Damage. Waffe ist okay so auf Raiden, oder? Was? Also Waffe ist okay auf Raiden. Ja. Du würdest sagen, es lohnt sich nicht auf Signature noch zu pullen, ne? What the fuck? Wait, ich will das kurz leveln, das hier. Auf Signature zu pullen lohnt sich bei dir, glaube ich, nicht mehr so sehr, ne? Ich hab grad einen Single-Pull gemacht und hab auch. Was? Ich hab einen Single-Pull gemacht und hab Chirrus bekommen. Bro, Alter, ich bin so. Bro. Digga. Na, wait. Heute ist der Tag von Chirrus, Jingling. Ich hab auch Chirrus bekommen. Aus dem Single-Pull. Auf Malani oder was? Ja. Crazy. Bro, das kann nicht sein, Alter. Oh mein Gott.
Jüngling, ich glaube, du musst heute auch ein bisschen auf Morlani pullen. Vielleicht ja, wenn du eine Chevrolet willst. Morlani ist der Banner. Der vierte On-Banner-Charakter. Ja, früher. Soll ich auch noch eine pullen? Eine Chevrolet? Hm. Ja. Nö. Wieso? Jetzt hab ich C2. Jüngling, wenn du pullen kannst, pull einfach rauf, du meinst, was richtig ist. Boah, hat eigentlich nur PT. Ja, Kasuo eigentlich. Folgt dann Herzen. Spar auf Xilonen. Ja, for real. Kannst du Waffen pullen, okay. Ach, stimmt, du hast schon Kasuo, was laber ich? Ja, ich pull absolut nicht. Ich mag nicht, wenn so Sachen rumliegen. Was? Dann pull Tomato. Ach, Jane, komm, Shuli, du ziehst jetzt eine Kasuo-Hakon. Nein. Nee, ich pull, wenn ich einen Tenpull habe. Wow. Oder Sivan ist okay. C2 ist gut, Sivan ist okay, aber der Rest. Ja, also ich würde definitiv keine Kasuarkon über Xelone nehmen. So beschwarm kann ich hier nicht rein. Wow. Ja, auf jeden Fall nicht. Ich finde aber seine Sivan ist underrated, so sie macht etwas. Ist gut für Grouping. Ja, das auf jeden Fall. Dann hat Venti gar keinen Nutzen mehr. Du hast dein zweites I. Ja, das ist eigentlich noch gut. Ja. Also I, Q, I kannst du machen, das... Ja. Es gibt nicht zwei Charges, aber... Mach doch noch ein bisschen mehr, oder? Ein zweites I ist tatsächlich nur, dass gut. Du eine zweite I hast. Ja, eben, weil... Bei gewissen Abyss-Chambers genügt ein I nicht. Jane, kannst du eben durchlesen, was die Con macht? Das macht einfach nur, nachdem du den Elemental Burst benutzt hast, kriegt, wird der Cooldown für sein Elemental Skill resettet. Nein. Ja, 10% Cooldown Reduction. Oh, ja, dann nevermind. Das ist actually auch sehr nice, so. Ich spare bei vielen Speedruns dann 0,6 Sekunden. Oh ne, hast recht. Warte, wie lange ist das? Statt 6 sind es dann halt 5,4. Ja. Dann brauche ich nicht mehr 7 Minuten, dann brauche ich noch 6 Minuten, 59 Sekunden und 4. Ja, in einem Speedrun, so eine Sekunde, das ist, halt so viel. Das ist viel, ja. Ja, aber in Non-Speedruns ist die C1 halt wirklich, ja, nur für den zweiten Effekt wirklich. Aber das C2, wenn du es brauchen kannst, ist insane. Das einfach, man kann es halt nicht allzu oft brauchen. Aber in Morlani ist es halt insane. Ja. Auf jeden Fall. Cut Astra Abyssalis. Ja, das ist schon. Änder da jetzt mal nichts ab von deinem Setup. Ich komm sowieso nur auf Ohr. Digga, Frosch, was ist das denn hier? Ach, also ich erstmal schauen, ob ich noch Resin dazu hab oder nur die 80, die ich da gerade hab. Ja, wo ist der Spot mit den drei Dingern? Kannst du gerne verwenden, wenn du willst. Mit den drei Bohrern. Ich schau mal. Wo, ja. Profan, wo ist der Spot mit den drei Bohrern? Den haben wir schon marked, oder? Ich geh nach Monster, den Monster sind die Gegner ein bisschen leichter zu killen. Ja, wo ist das Ding? Hast du eigentlich... Ja, eigentlich lohnt sich nicht drauf zu schauen, aber hast du eine andere Waffe für Raiden, die so die Ratio verbessern würde? Nein, okay, nein. Links. Das ist schon mit Abstand die beste Waffe, die du gerade für Raiden hast. Mit weitem Abstand. Ist auch allgemein so die zweitbeste Waffe für Raiden. Ah, ja, du streamst. Wenn auch irgendjemand sagt, dass Archive Quetsch besser ist, dann reicht's mir. Ja, es ist nicht besser, aber es ist halt 0,9% oder so, was war das? 0,9% besser? Catch ist, glaube ich, nicht besser. Ja, der Catch ist nicht besser. Skyward Spine ist so um 0,9% oder so. Oder 1, irgendwas, aber nicht viel. Sie ist leicht besser. Okay. Und dafür, dass ich nicht angeln müsste, sie dann doch 10. Ja, aber noch besser ist Dragon Spine. Warum holst du nicht auf Signature? Noch besser ist Dragon's Bane, Digga, das ist auch wieder so eine respektlose Aussage, Mann. Ist der Kobe, gehst nur weil du Ryan nicht mehr haben willst, Frosch. Deswegen, ja, ich hab ja. Aber wieso gehst du nicht auf Signature? Ich versteh's nicht, du gehst auf C. So, was ist C? Ja, weil die Waffe, die ich aber wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du sie gepult hat, Frosch? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich early bin, ich relativ früh. C2 kriegt dann eh schon noch auf Signature. Ich glaub, meine Pickaxe macht zu wenig Damage, um die Wände überhaupt zu damagen. Frosch, willst du mich nicht Dono wollen, bitte? Okay, was? Ist die Technik ein großes Upgrade? Wie ist es dazu gekommen, dass du auf Ryan gepullt hast? Weil ich dachte, sie ist sehr gut. Bro, das war so einer meiner frühesten Pulls. Ah. Und dann habe ich gemerkt, oh, sie macht gar keinen Damage. Und dann wurde sie gebencht. Und dann ist Dendro rausgekommen und dann, jetzt ist sie auf einem Fully M-Build. Okay. Aber ist nicht Ding. Ich finde Ryan jetzt gar nicht so schlecht. Signature lohnt sich doch schon sehr. Ja, ich sag, wenn ich die Was ist Ryan Signature? Ja, wenn er. Ja, weil er will Main DPS spielen. Ist nicht gut.
Ich hab Ryan's Signature. Nee, geh lieber auf C2 oder sogar C3, bevor du die Signature pullst. Ja, das habe ich. Echt, C2, dann Signature. Ja. Würde ich jetzt inzwischen auch sagen, nachdem ich Scouts gebindet habe. Und dann ist C0 Clarind. Nice. Oh, what the fuck? Nein. Was? Was ist los, Jingling? Main DPS strong, die. Let's go. Weißt du, worauf der früher gebaut war? Full GeoDPM. Geodamage. Er hat mir das Hollow-Right Bar. Er hat so fast 100k Wins gemacht. So 20 davon. 50k, yo. Oder? Im Ofen ja, sind halt 4. Ich brauch die Pickaxe. Mein Junkie ist aber auch, glaube ich, soweit ich weiß, gesingle-crowned nur. Wusstest du... Nein, nicht ganz. Nee, mein Albedo ist gecrowned. Oh ja. Minus eine Crown. Junkie ist ein HP-Scaler auf seinen Normal Attacks, ich liebe das. Dann Strongly? Oh. 110. Ich geh kurz auf Toilette. Land Strongly spielbar? Fragezeichen. Ja. Alles ist spielbar auf Plunge, außer Bow-Charakter. Du könntest Pyro Plunge Zhongli spielen. Ja. Mit Bennett C6 und Xianyan. Es ist Zeit, Sokobi. Wenn ich den Bennett durch Kryo ersetze, Big Chung. Ja, dann hast du keine Pyro Infusion mehr. Das ist übrigens ein gutes Piece, das hier. Dann habe ich Cryo Plunge. Woher ja, hast du deine Cryo weniger. Xianyan. Ja. Wow, hat der Bennett ein geiles Piece. Oh. Das lohnt sich ja noch weniger. Warum sollst ja, du aber das du hast tun? Ja eh dann noch Farina im Team, so, und dann... Ja, eben. Freeze Zhongli. Ja, was? Shatter Zhongli. Shatter, let's go, Abfahrt. Da sehe ich mich. Ey, soll ich Pyro Plunge Zhongli spielen? Nö. Schaffe ich damit der Biss, was denkt ihr? Safe, aber... echt gut. Bro, mit Xianyan, du kannst alles spielen und du clearst du bist. Ich weiß, und deshalb will ich ihre Situ. Ja, dann... machst du nochmal so 50k mehr pro Plunge. Bro, was ist das für ein geiles Mikro-Piece, das du nicht auf ihr equipped hast? Holy shit. Welches? Das hier. Ist ja noch nicht gelevelt. Golden Troop. Ey, pack mal drauf. Ja, du hast halt keine Electro-Troop. Level und pack drauf. Wenn es jetzt schlechte Rolls gibt, dann blame ich dich dafür. Ja, es gibt halt... legit nicht mal, you know, du hast kein Artifact XP. Ich müsste das hier opfern, aber das, ja, könnte auch nach hinten passen. Nee, was? Sind doch nicht wert. Nimm doch das Goblet, das links davon, das Forster Goblet. Oh ja, actually, wait, what the fuck. Oh, ich bin so froh, dass wir diese eine Domain einfacher gemacht Crit. Haben, wo einem die ganze Zeit Bro! Dann weggenommen wurde. Ah, oh, Mann. Was, welche Domain? Ersatz mit X, ne? Es gibt so eine Weapon Material Domain. Ach, warte, es gibt so eine Weapon Material Domain. Zweimal HP Flat, das Altar! Das Ding. Den Cooldown hochgemacht von den Elemental Skills. Oh ja. Es ist am Ende trotzdem besser als dein derzeitiges Piece. Kann einfach nicht sein. Sag ich. Ich bin so froh, dass wir das nicht gelernt haben. Ich muss mal meine Artefakte leveln lassen. So, was das? Ja, das freue ich mich bei dir auch. Omi, die hätte ich zu dämlichen Tore gestern schon machen können. Hm? Ja? Hätte ich diese Tore gestern schon machen können? Ja, was ist das denn? Schade so. Dämliches Spiel hat mir gesagt, es soll Abenteuerstufe 12 oder so werden. Ja, für was anderes vielleicht. Ey, darf ich das wegschmeißen? HP Flat 807 ist wirklich nicht gut. Warte. Ja. Okay, weil ich will mal schauen, das hier. Es ist nicht so gut, aber es ist halt on-set für Yamiko. Bitte Crit. Das war's. Sorry. Aber es ist immer noch ein Upgrade. Wie schlecht ist die Yamiko von Sakobi? Nein. Sie ist schlecht, schlecht. Aber ich muss erstmal ein Team bauen. Ich baue jetzt erstmal den Ryan, dann kümmere ich mich um die AI. Ich farme gerade Weapon Materials für meinen L-Haven. Weil er so ein cute. Du hast Amos! Ah, okay. Ja, aber wofür? Für wen brauche ich Amos? Jetzt frage ich mich auch. Denkst du, ich wollte die Waffe pullen?
Ich denke erst mit der Jungle, die sollte Vorpies Arkaik bekommen. Was hast du denn? Die Waffe von Yelan. Amos. Ah ne, das ist die. Na, was hast du geraucht, Momeli? Bro, das ist die Guardian nicht besten Slot-Waffe. Ja. What the fuck? Wie hat der Ganyu Signature? Hua, hua, hua! Weil sie ein Standard-Banner ist? Echt jetzt? Ja! Hua, hua, hua! Digga, schon die, was ist das? Ja, sorry, ich hab noch niemand gesehen mit der Waffe. Außer dich. Ja, denkst du, ich spiel die? Die ist einfach nur auf Deko auf meinem Ding nachher. Ich würde mal noch Yao Yao zumindest ein bisschen weiter leveln, damit sie. Ja, okay. Ein bisschen weiter, nur 2/3 Level. Hey, Jingling. Oh, danke. Hade. Schau mal in meinen Stream, aber Streams nicht. Also, ich hab Besuch von jemandem. Was sind unsere Base, das viel? Ja. 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 Wo können wir uns ja schon rein? Oh, Bing Chilling. Ich will den Streamer nicht bereuen. Jingling, Stream ist am besten. Ha? Okay, Hade. Hau, oder? Schau mal, weh. Ach, egal, Jingling. Was ist ignoriert jetzt? Dich. Jingling, streame, wie du in die Base gehst. Nee. Streams nicht. Nee, egal. Wait, was sollte ich schauen? Tu es, Jingling. Tu es. Den Stream von Ding. Von Profi-Ernte. Aber Streams mach nicht. Denkst du ernsthaft, ich bin noch am Stream? Möglich? Ja. Wer weiß. Bin ich schon seit einer Stunde nicht mehr. Ja, das heißt, wir können das N-Wort sagen. Nee, ja. Hat nicht Tomato noch seinen Stream? Ja, wir haben ihn nicht. Man kann uns nicht hören. Ich hab von gestern gelernt. Tomato, wann kannst du pullen? Gar nicht. Mir gesagt wurde, welchen von den weiß, dass ich auswähle. Tainari. Ja, Tainari. Nein. Jingling sagt Tainari, ich sag Tainari. Warum ich sag Tainari? Autos. Bei Dilo und Kenshin sind Main DPS, so, die auch wirklich. Ich hab cool davor sind. Scheiße gelabert und erst Jean gesagt, aber ich bin du inzwischen auch für Tainari. Der Jean ist der bessere Charakter auf einem Account, der schon so. Ja, eben, der schon weit ist, aber. Einfach D-Look nehmen. Nimm mal, da wird Momili so mad, das, ich bin so mad, wie mich das Spiel gestern getrollt hat. Was hat das Spiel gemacht? Macht das Leveln von einer Waffe viel Damage-Unterschied auf einem Charakter? Kommt darauf an. Auf HP-Scale nicht, auf anderen, ja. Auf L-Hafem? Ja. Geht so. Nicht wirklich. Warum macht mein L-Hafem so wenig Damage? Sokobi, ich versuche jetzt eine Burst von dir, aber das wird nicht funktionieren. Ich sag's jetzt. Vielleicht ein Stern jeweils. Ich hab auch keine Erwartung gehabt, so. Bitte? Ich hab auch keine Erwartung gehabt, so. Bosch, warum macht mein Helden so wenig Damage? Ja, das wird nix, sag ich halt jetzt schon. Ja. So, wie viel Damage sollte ein Helden machen? Wait, welches Level? Farina ist Level 80, okay, und sie ist Level 85. Oh ja. Kein Burst auf Kolle haben es will. Oh mein Gott. Go, Jingling, go. Ja, das ist aber auch legit unmachbar. Was ist das? Ah, schon mal. Ich spiel doch keine Ahnung, Hutau oder so. Ich habe ich das Spiel gecrashed. Let your car. Nee, hab ich nicht. Would you know? Mama Gangumo Schwolle. Das ist easy. Jetzt kommt gleich Ember. Hey, wie kannst du das auch machen? Would you know, da? Ja, mit. Ich hab. Ah, oh, Sasha war schon mal. Ah ja, hey, dann bleib ich einfach hinter den Wänden. Ja, easy. Ich muss nach da oben links. Go, links. Das ist nach links. Wieso? Oh, Pech. Okay, na stimmt. Ach, nee, dann ist gut.
dann brauche ich dich doch nicht, wenn ich durchwenden kann. Ich dachte, ich kann immer noch. Bosch, wie viel sollte so ein Helfen hitten? 300. Kohle. So, Alter, was ist das? Mit einer Normal Attack, wenn er die gemacht hat. Ich bei dir noch weniger Schaden, als wenn ich sie spiele. So, ja, weil ich sie abgeändert habe auf Energy Recharge. Was? So 100k etwa. Hä, wirklich jetzt? Ja, Bro, meiner macht so 300k. Warum macht meiner nur 1000 Schaden? Wieso? Auf ich einem Hit machst du 300k mit ihm. Oder DPR. Nein, warum mache ich mit einem normalen 1000 Schaden mit ihm, wenn ich die E gemacht habe? Wieso? Der Schwertregen macht wie viel Geld? Warte, wie macht man den? Wie triggert ich den? Ich hab den nicht. Ja, den meine ich. Ich meine nicht ein Normal Attack macht 100k. Okay, warte, der Schwertregen macht. Ja, was 7k. Ich weiß auch nicht. Ja, aber geht zurück. Ist gut. Bleib jetzt einfach. Wieso? Er macht nur 7k, der Schwertregen. Mit den Hits, die Quicken triggern. Ich hab noch gar keinen Effekt getriggert. Ich hab einfach nur. Ja, dann. Ja, aber nein, selbst dafür fühlt es sich nach zu wenig an. Ja, nee, der andere macht einfach keinen Damage so. Wenn du einfach rohen Damage machst mit ihm. Ja, es ist crazy, was ich jetzt machen werde, aber das ist der way to go, sage ich. Ist das N-Word droppen? Nee. Hey, was ist Quicken nochmal? Ich hab keine Ahnung. Wenn du Elektro und Dendro ein Kind haben, dann gibt es eine Quicken Aura. Ein Kind. Und dann, haben. Wenn Elektro oder Dendro auf das Kind draufkommen, dann. Wow! Oh. Das geht ja mit den Wait, was sie tut, Tainari? Dann machst du so extra Damage. Dann machst du extra Damage basierend auf deinen EM und deinem Level. Ah. Aber wieso sollte ich nicht C2 Tainari haben? Also, aber wenn ich XQ im Team habe, mache ich dann nicht Blooms und dann gar kein Quicken mehr. Nee, es nimmt nicht die ganze Quicken Aura weg, so du hast immer noch Uptime. Ja, ja, also aber Furina Burst wird doch nicht benutzt, spielen. Das heißt, ja. Und muss halt helfen Level 90 sein, schon wäre schon nice. Ja, auf jeden Fall. Nee, er muss. Es ist nicht nur very nice. Ich klau das Piece. Und Cookie auch. Ja, Cookie am allerwichtigsten. Mit Flop. Und XQ kann einfach rumgammeln und muss einfach noch ein Rap rein. XQ kann auch einfach ersetzt werden, so durch Furina, das wäre ganz geil. Okay, dann mache ich das. Aber spiele ich da nicht, mache ich Schussi Hunter auf Elhaven. Doch. Scheiße. Also ich mache jetzt, mach jetzt ja wirklich deinen kompletten Account kaputt gefühlt so, indem ich alles herum switche. Kaputt? Ja, ich switch gerade alle Pieces herum. Switcht ist ja okay. Aber kaputt als das geht nicht. Ah ja, okay, sorry. Du fies Husk. What? Nein, ich will nicht mehr, Bro. Wieso? Ja, was ist das? Albedo-Piece, Alter. Ja, Moment. Noch nichts. Ja, das wird interessant. Oh ja. Jedenfalls sollte unser Süßer den Kristall fressen. Steht hier auf einen? Ist das die Lore? Trinken? Ja. Genau, das ist die Lore. Bro, der wird hier froh. Gerade raus. Süßer? Fragezeichen. Oh nein, mach so die Lisa-Quest. Oh nein. Oh no. Das war's mit Deep. Jetzt weiß ich auch, warum Momelus im Momelis ist, wie er gerade ist. Digga, ich war auch schon davor so. Das ist eine Origin-Arc.
Bro. Okay, das Team funktioniert schon deutlich besser. Tainan hat bessere den Replication in diesem Fall. Ey, Marmalade Tomato geht fremd mit Lisa. Wow. Das ist okay, Lisa ist mir nicht so wichtig. Ja, aber Tomato. Du nur deine erste Liebe. Was? Nein. Deine jetzige Liebe ist das... deine erste Liebe. Das ist nicht mein Beutel. Blonde Haare geht gar nicht. Eure Psyche tut mir leid. Welche Psyche? I hear everything. Ja, hier mit den Stanke, Frosch. Nicht ein gutes Spiel. Ed, was ist das? Ja, noch Discord. Mann. Keep up. I'll uproot you. Mann, manchmal hilft es auch. Ich wollte. Okay, schade. Was? Holy shit, ich glaube, mein neues Hilfenbild ist um einiges besser als der alte. Bosch? Ja. Ich frag dich immer, welches Goblet du denkst, ist besser. Onset Goblet, eben Dental Damage Bonus. 730 EM. 13,2 Crit Rate. Aber fang noch mal an, ich bin nicht konzentriert. Okay. Dendro Damage Bonus. 37 EM. 13,2 Crit Rate. 4,1 Attack und der letzte Set ist HP, das ist egal. Und das andere wäre das, was ich davor hatte. Dendro Damage Bonus, 7,8 Crit Damage. 82 IM und 5,4 Crit Rate. Das dritte. Ich hab dein Autos. Echt jetzt? Ja. Ist die IM so gut auf ihn? Auf ihn? Ja. Oder es ist in etwa gleich viel Stats. Kommt wahrscheinlich auf den Ratio drauf an. Und der Tag macht noch etwas von. Ja. Ich meine, sind beide gut, so. Ja, ich denke, es kommt einfach auf deine anderen Stats drauf an, ob du die Crit Rate brauchst oder nicht. Wir sind etwa gleich gut. Eben, das wäre halt jetzt, wenn ich mit Farina spiele, mein Set. Das ist eigentlich genau gleich gut wie das andere. War nice, dann habe ich zwei Sets für ihn. Und beide sind sehr gut. Aber ihm fehlt ein bisschen Crit Damage, hat nur 100. Er hat viel zu wenig Crit Damage, 100. Warte, oh, ich hab auch das falsche Circlet. Jetzt. 134 Crit Damage ist da ein bisschen zu wenig. Oder? Ja. Meine Hälfte macht nicht so viel Crit, aber ja. Geht schon noch mehr. Hast du eine Crit-Waffe? Ja. Yep. Oh. Bosch, so wichtig, ich hab einen Waypoint nach hier draußen. Wo draußen? Bist du. Oh! Sehr geil. Oh mein Gott, nein! Schau, was wichtig daneben ist. Ich glaube, Jamie hat Schmerzen gerade. Oh mein Gott, nice. Sehr nice. Weißt du, was auch wichtig war bei dem Boss, dass ich den Waypoint noch genommen habe? Das wäre sonst schwierig geworden. Etwas, ja? Ja. Ein bisschen. Bitte, San. Einmal, San. Der. Hey Tomato, wann pullst du?
Wenn ich 10 Pulse habe. Dann hast du Matthew Nash. Nein! Frosch hat die Sache eingelöst. Back on track ist zu schwer. Ich schaff den First Try. Mir hat Twitch einfach so empfohlen, ja, Reaktionscheck und dann hab ich das mal gemacht. Ich hab erst danach gecheckt, dass er jetzt GT spielt, deswegen. Das ist ja mega scheiße, Alter, du Spastfrosch. Kannst du nur. Muss der jetzt GT bleiben spielen? Was ist das? Digga, Tomate, kannst du einfach sterben? Kann ich das doch irgendwie wieder Entry Demon mit zweiten Geschoss? Kann ich das Entry Demon, das habe ich ja eingelöst. Mann, das ist ja mies scheiße. Bosch, alles deine Schuld. Ja, wirklich. Ja, das trifft mich doch gar nicht. Was ist? Der hat die heilige Tulpe nicht gerade hochgeholt. Ja. Hey, ich bin gleich wieder da, in so 20 Minuten, wenn Tomato die Level fertig hat. Oh, 7 more melee. So gut bin ich glaube ich auch nicht, aber ja, wisst. Boah, die Frage ist, krieg ich überhaupt einen Stern? Haben sie überhaupt mal zu clearen, wäre schon voll im Buchen, Jingling. Ja doch, clear ist easy, aber so, wie viele Sterne? Ich meine, ich habe jetzt ja noch die Hälfte der Zeit. Was ist? Warum nimmst du nicht die Mutau auf der Hälfte? Ja, weil danach. Oh, wait, actually, ich habe vergessen, was Jongli. Ja, das ist die Frage. Und so Jongli brauchst du. Ich meine, Jongli, Mutau, Bennett. Warte, welchen AR hat Tomato? Ja, das schon. Dann mit Action. Hab ich dir erzählt, sehen, glaube ich. Profi Enteres Account geklärt hat. Weiß das nochmal was? Ich hab das bis auf Profi Enteres Account geklärt. Mit fucking Ning Guang Level 20. Oh ja, ich hab. Ja, aber ich hab in der exakt letzten Sekunde geklärt. Also genau 7 Minuten. Nach so 3 Tries etwa. 3? Okay, ich hab auf meinem dritten Account genau das gleiche gemacht. Ich weiß ja noch, erinnerst du dich an den 36-Stack, der dabei mein erster 36-Stack von dem Account. Ich hab auch keine Artefakte equipped, darum die Ningguang war One-Shot von jeder Drecksattacke von dem. Ja, aber das war sie so oder so. So, an Level 20. Ja, ich meine, wenn du ihre Voll-HP Gear gibst, dann geht das schon. Ja, aber, Bro, das hab ich nicht. Auf dem dritten Account für sich. Right now, die war so oder so One-Shot. Egal von welchem Gegner. Jetzt ein paar Attacken haben schnell abgefuckt. Hat schon bitte? 20. Ein paar Attacken haben schon abgefuckt. Wenn er so seine Instrumenta spielt. Diese Melodie-Dinger auf den Zug liegen. Oh ja. Musst du halt dodgen. Ja. Was? Ich fand jetzt die Dinger von dem letzten Boss gar nicht so schwer zu dodgen. Oh, oder es sei denn, ich meine, ich hab's im dritten Try gekämpft, aber einmal bin ich verreckt dagegen. Weil ich hab das Ding auch noch nie bekämpft. Oder noch nie richtig so auf meinem Account. Ich schirb das, bevor es einen Angriff machen kann. Und. Verständlich. Mit der Overworld auch darum. Bro, hast du halt legit am Troll. Wir wollen jetzt mal der Stange tanzen. Ja, wie man sieht, das wird so stark clear, aber hier ist es ohne Probleme. Ein Clear ist ein Clear, das nehme ich. Was kriegt man für ein Clear? Achievement? Was? Kriegt man für ein Clear ein Achievement? Das ist erstmal das vorzwölfige Staffel auf dem Account. Irgendwie in the depths we go oder sowas. 5 Phoebus, let's go! Ich gibt's sogar mehr. Wer weiß. Eins zu etwa. Alter, die Tulpe ist so ein Hurensohn. Wow. Ja, mit Swiss Hau wäre das wahrscheinlich sogar noch ein Stern gewesen. Mit. Ja. Vermutlich schon.
mir mal vorstellen, dass mit Huthaut ist auf der anderen Seite. Ich mache erst einmal diesen Run, vielleicht mache ich doch noch einen zweiten. Ich schau da. Ich muss auch den Küche aufräumen, aber gar keinen Bock. Bro. Das Tannery Ship ist halt auch nicht so geil. Ja, verschossen ist das. Ich weiß nicht. Trüller. Kann ich es einfach hier spawnen, so? Cookie, ein sehr guter Elektrohealer. Frosch ist immer machen. Nicht ihr. Nö. Und der Fuck ist der PC, oder? Oder ist das ein anderer? Das ist ein neuer. Ah, ja, spitz mal. Obwohl, hat das ein Teleporter da? Ja, das hat direkt einen TP daneben. Ja, dann komm ich. Yeah. Oh, ho, ho. Muss mir aber noch Heal Potions machen. Das ist ein neues Level. Digga, die denken aber auch. Okay, actually, ich hab keinen Bock. Was ist das? Bist du da rechts? Unser Boot? Du wirst zum. Aber ich schau mir kurz mal Futter und denk dir an. Das ist doch crazy hier. Schau dir die Animations an. Von der Unter hast du wirklich schon alle Artefakte entfernt gefühlt. Aha. Ich weiß. Aber Ryan würde ich dann halt auch einfach wieder raus. Bro, die Animations, what the fuck. Oh du, Headpiece. Ah ja, da war ja was. 80 zu, ja, fast. Was ist das? 17,5 Crit Rate. Wieso? Ja, was soll das? What the fuck? Das Piece ist halt insane und das ist auch sehr stark. Das ist dann so, whatever. Das ist das Problem mit 17% Crit Rate. Es ist gut, aber so. What the fuck? Ey, das Vieh könnte ein Genshin-Boss sein. For real. Oh mein Gott. What the fuck? Ah! Oh! Hä, hey, das hat mich hier unten gekillt. Warst du hinter einer Wand oder was? Ja. Yeah. Ah, okay. Komm in den Tornado. Entzünde den Tornado. Jing, wir bekämpfen gerade einen Genshin-Boss tatsächlich. Basically, ja. Yeah. Oh, C6 nice. Jetzt, geh mal hinter die Wände jetzt. Kann ich nicht einfach weit weg? War die Explosion schon? Ja. Ja. Ich bin gleich wieder da, Moment. Digga, dieser Wurm. Wo ist mein Loot? Ich sehe mein Grabstein nicht. Ein Witz für Momini. Ah, hier. Ja, ich kann nicht alles aufsammeln. Ja, du musst nachher dann. Die kleine Marie ist bei Oma zu Besuch. Gemeinsam besuchen sie den Friedhof und Oma muss ihrer Enkelin die Grabinschriften vorlesen. Marie hört eine Weile aufmerksam zu und dann fragt sie: Oma, sag mal, wo sind eigentlich die bösen Leute begraben? Oh, ey, Profenter, animiert das mal auch für unser Game. sorry. Gib mir 10 Minuten. Ja. Bro, was macht der Vogel? Bro, der Wurm ist besser animiert als das ganze Game, das wir haben. Oh ja. Oh, ich lecke stark. Ich bin tot. Ey, dem Boss kann man sogar, ich glaube, noch ziemlich einfach Melee machen. So wie der stehen bleibt. Ja. Ich glaube, das ist, weil auf Gräbern nur nette Sachen stehen, Momili. Bin mir aber auch nicht ganz sicher. Das ist halt ein guter Witz.
der ihn zum Nachdenken bringt. Ja, aber wieso lag ich so? Bei mir hat's gerade auch gelaggt. Oh. Also lagst du auch so ehrenlos? Ne, nur kurz. Jetzt nochmal. Ähnlich im Drecksmaus. Sein Schild ist bald weg. Ja, dann müssen wir Damage machen, nehme ich mal an. Ja. Jetzt ist natürlich mit meiner Melee-Ding hier richtig geil. Ey, die Summons machen aber auch gut einen Job. Ja, ich glaube, der Fight wird nur so eine halbe Stunde gehen, so. Ja, ja. Uah. Ich meine, ist ja noch nett gehalten, so. Man kann man ja noch machen, so. Also aber fast nicht. Bis jetzt hat er irgendwie so keine schwierigen Attacken. Ja, aber wenn er dann Half-Life ist. Er hat ein paar böse Melee-Attacks, muss ich sagen. Also ich gehe doch mal lieber nicht zu nah ran. Let's go, Wurm. Das ist ein Cock. Aha. Ich habe keine Heiltränke mehr, so sauber. Ich bin wieder da. Hier. Ah, fuck. Hier. Alter, es ist so nicht lustig, aber... Ich kenne mir dieser Vogel, der noch rumfliegt. Einen Witz von Momini. Was ist ein Elektriker zum Mittag? Kabelsalat. Oh, ich will mich umbringen gehen. Oh, fuck. Was? So dead? Ja. Tja, wieso? Der Wurm ist in mir drin gespawnt. Zeit auf einen guten Witz gamblen. Aber in dem Buch gibt's nicht so viele davon. Aber ich werde das animiert. Oh, kein Leben, wer auch immer das animiert hat. Ja, jetzt kann ich meinen Notar ein bisschen managen. Truly. Ja, während der die Attacke macht. Der Cock kommt. Bro. Oh. Alter, Obers Team hat so Survivability-Issues, aber... Frosch, sobald das Shield dann gebrochen werden muss, das überlasse ich dir, dass ich Mana aufsparen kann. Für das Schwert. Ja. Macht Sinn. Was attackt er? Da war nichts. Er hat, glaube ich, probiert, mein Tornado anzugreifen. Macht Sinn. Ja, der Palt. Wurm? Wie wurde ich gehittet davon? Oh, er wird aber ehrlich von deinen Viechern gekillt, währenddessen er dieses Backspin spawnt. Ja, die Viecher sind wild. Der andere ist zusammen mit den Tintenfischen, der du wirklich gekillt. Er ist so dogshit. Ja, wer weiß. Die Dinger sind gerade der Klasse erfangen und danach kommt der Verkehr. Ja, oh, oh, oh. Das ist ja ein rassistischer Witz hier. Geil. Ja, den muss ich skippen. Oh. Dann werden sie gut. Oh, noch ein Computerwitz. Warum sind Computerfachleute so dünn? Weil sie immer nur Mikrochips bekommen. Nee, der andere ging über die Herbe. Mann, das geht trotzdem so lange. Dann machst du lächerlich mit dem ganzen Bot.
Du machst das Tor eigentlich. Wieso geht das aber so todeslange? Ich bekomme ja keine besseren Waffen hier irgendwie. Die Mann, ist so under-equipped. Ja. Irgendeiner hat Nine Circles geremaked für mich und dann als Deadspiel eingelöst. Und dann war dann so eine Schrift, die gesagt hat, Codec PNG. Ansonsten hat man nichts gesehen. Ich muss näher bei ihm bleiben, damit meine Dinger angreifen. Ich weiß nicht mehr, wo dieses Nine Circles Level ist. Ich hab den Summoning Level bekommen. Mein Summoning Buch ist leider bald kaputt. Oh. Ich hab eins für dich. Geil. Ich droppe das dann mal. Ja, ich droppe es mal, wenn er so diesen anderen Weg macht. Oh, bei mir stehst du im Laser. So. Okay. Aha. Bro, das kann nicht sein. Siehst du seine HP? Also, wir haben noch genug Zeit, so ich kann glaub noch gute 5 Minuten mit Zeit. Was ist passiert, Chingling? Ja, was Sacrifice hat passiert. Nice. Wieso geht es so lange? Die machen so Feuerwaffen vielleicht mehr Schaden. Maybe. Oh, was ist das denn? Digga, was ist das? Wenn ich Stuff kill mit meinem Bow, dann kommen so Dinger. Heia. Ja, und die greifen an und schilden dich, glaube ich. Alter, was ist das? Ich mag's ja überhaupt nicht. Schaff das. Ich? Oder Chingling? Okay. Ich finde, du traumst ja tatsächlich Schaden. Oh mein Gott. Ich hatte das Gefühl, so 2 HP. Oh mein Gott, ich hab Bleeding. Oh ne, ich heile jetzt kaum. Fuck. Der Dodge. Yo. Was für Steinspawns. Mein Staff ist bald wieder kaputt, das ist so abfuck. Aber wieso hat man Bleeding? Das ist mad gottlos. Wie sieht das schildmäßig aus bei ihm? Oh. So dead. ja, das Schild geht noch eine Weile. Meine Armor ist komplett kaputt. Bei mir ist dieses Bild davon durchbrochen. Das ist ehrlich einfach ein Kampf von Ressourcen. Ja. Ich bin verreckt da oben. Oh ja. Sonst fixst du mal deine Armor, ich überlebe mal. Ja. Oh, schön. Oh. Geil. Ja, what the fuck? Ja, ich glaub's auch, Bro. Ah, ich bin hier am Repairen, alles gut. Ich check diese Stelle einfach nicht, das ist so kacke. Oh mein Gott, immerhin ein Stern.
Aber bei dem kann ich mir ehrlich überlegen, einfach dieses Ding zu nehmen, also dieses Necklace und der Ring, wo ich mir ein Image mache, weil ich denke, Hits werde ich jetzt eher weniger kassieren. Ja. Ja, sonst mache ich das schnell. One with wind and cloud. Right now, emerge. Right now. Illusion shattered. Inazuma shines eternal. So. Jetzt lag ich wieder. Ja, bei mir gerade auch. Right now, right here. Also, jetzt wie viel Damage werde ich machen? Right now, right here. 1,2. Ey, gar nichts. Jetzt nur 8 mehr. Fuck, ich hab mich halt verpasst. Du hast dich umgebracht. Nee, die Dinger spawnen einfach in mir. Ja, aber du hast eigentlich noch gut Zeit da. Alter, ja, ja. Solche Hurensöhne, wow. Ach, warum schlafen? Ich glaube, ich gehe auf Max HP für mehr Survivability. Das ist ja richtig. Das ist frech. Und spawn dein Wurm, ja. Jetzt bin ich eins deiner Minions. Wird man nett von ihm, dass er immer die Blöcke spawnt. Ja, es wird sehr gut. Denn man könnte ja einfach machen, dass die Spieler die Blöcke platzieren müssen. Meine Waffe ist halt bald kaputt, ne? Ja, dann kämpf mit Pickaxe. Genau. Hey, meine Waffe ist kaputt. Hast du den Repair-Tisch? Ist nicht dabei, aber wahrscheinlich nicht genug Mats zum Repairen. Ich geb dir beim nächsten Ding zurück. Okay, komm hierher. What the fuck? Und was ist denn hier? Der ist fuck, also. Prinzen. Ja, er spawnt in mir. Ja, eben. Ist das recht? Er ist bald in seiner Ding-Phase. Oder bald breakt. Wart mal auf dich zum Breaken. Ja. Bro. Ich brauche halt jetzt tatsächlich noch meinen Grabstein für den Death so. Ja. Hier liegt jetzt noch. Hör auf mich zu pissen, du Hurensohn! Ja, break ihn sonst mal. Meine Attack-Speed ist ja so echt low. Wow, ich hätte 5k, wenn ich hätte. Ja, ich kann halt nichts anderes machen, wenn die anfangen zu pissen, muss ich mich verpissen. Das ist mir ein bisschen zu viel Pissen im Satz. Ich weiß nicht. Verpiss dich. Ich liebe es mit Fight. Und er ist noch nicht mal in einem Drittel.
einfach meine Waffe regen müssen. Ja. There is no escape. Inazuma shines eternal. Ha! Yay, Wurm. Was hab ich da gespawnt? Ja, und der Tornado macht noch Damage. Oh, meine Summons sind schon crazy. Ja. Also der Damage over time. Oh. Der Ich will, dass mein Red Tiding Account mehr Damage macht. Den ich so vor 5 Tagen angefangen habe. So ganz knapp überlebt. So for real. 2 AP. Jetzt sehe ich mal, der Fight geht. Alter, so oh mein Gott. Jau, ich hielt halt nichts Leute, auf einem. Weil AR34 dominant hat mehr Damage gemacht als das gerade. Ja, das glaube ich nicht, aber so. Doch. Der macht mehr Damage als das, wenn das gerade war. Hast du es ausprobiert, gegen die Typen hier zu kämpfen? Mit dem Team? Nee, ich hab ja, eben. Aber ich war frei. Also doch schon, aber ich hab nach Floor einfach 4 einfach aufgehört. Ich kann ja, das heißt, es sah so aus, wenn du mehr Damage gemacht hast, aber das glaube ich jetzt nicht. Weil du hast halt legit keine Artefakte, so dann ist halt eine halbwegs gescheite Raiden plus Yaimiko plus Kasua plus Yaoya immer noch besser, wo die Yaoya halt basically Boxen eigentlich nur Level 40 ist und ohne Artefakte. Ja, oder ist was? Die hat halt nur ein bisschen Energy Recharge drauf. Komm, critten. Oh mein Gott, ich mach halt gar kein Damage. Ja. Hef? Ja, und aus irgendeinem Grund meine Viecher hatten einfach keinen Bock zu attacken. Ich hab einfach eigene Blöcke passiert. Yes. Oh shit, Achtung. Ich muss wirklich aufwachen für den die Attacke. Digga, dieser Fight zieht sich so ehrenlos. Ja. Man verpennt, dass man noch das Vieh fightet. Ja. Bitte was? Hat das Gefühl, dass die Planches an DPS los sind. Wenn du vapest nicht, sagst halt 3C6 XQs sind wie schwer ein bisschen hier zu vapen. Yo, oh, wait, der Tornado ist so geil. Los. Woher kommt der Tornado? Das ist von mir. Das ist einer von dieser Seelen. Ja. Außerdem musste ich sowieso Plunge Cancels machen, weil ich kann ja gar keinen, ich meine, ja, genau, weil ich kann ja gar keine richtigen Cancels machen. Ja, ist gut. Einfach ein F gemacht. Das ist echt. Ich wollte noch, so ein Kreuz machen. Hier wird, glaube ich, kein Stern mehr kommen. Fuck, war dem Baum chargen. Mann, es ist so unnötig. Dorn des Jahrtausends. Giorgio. Man verfolgt irgend so einen Typ. Was? Giorgio, ja. Ja, es war close an einem Stern, aber ja. Erste Hälfte ist halt Cancer. Ich war nicht bereit, Reset Impact zu spielen, nur damit ich eine bessere Zeit auf der ersten Hälfte hinbekomme. Okay, so lange ist es nicht mehr.
unfertig, also mit einer wirklich legit nicht gebauten Yo-Yo. Wow. Das ist Disrespect. Hey, Chingling, schau mal. Ich hoffe wirklich, dass wenn er mir eine Zahl sagt, wenn ich die Zahl sage, die dieser Typ ist. Ah, dieses Mädchen, keine Ahnung. Ich bin's raus. Ich hab keinen Mana mehr. Hey, Chingling, schau mal. Nachher. Nachher. Ja, jetzt geht das aber kaputt. Ah, ich habe ja Superschutz. Ja. Muss ich nochmal bauen. Joel sagt mir eine Zahl. Weil diese Lore ist auch wirklich in den Typen hinterhergerannt und dann kommt die so an. Hö, du musst doch deinen Flugschein machen. Ja. Hahaha, ich hätte dich fast gehittet. Ein wahrer Schinkelkörper. Der ist ja ruhig, dass ich überlegt habe. Damit ich keine Entscheidung treffe. Ah ja. Tschüss, Jude. Hero. Gut Stream von ihm. Ja. Fallen leaves, adorn my knight. Time to go. Into the wind. Illusion shattered. Oh. Was, ich bin wieder da. Aber das schöne kaputt machen. Keine Ahnung. Ja, er macht alles. Aus. Dieser Boss macht alles schöne kaputt. Nothing lasts forever. Right here. Emerge. Komm mal, dann spielt wieder Genshin. Insolent. Now you shall perish. Nein, du willst doch sicher die Loot nehmen, oder? Nein, ich werde eine zufällige Zahl nehmen. Ja. Er taggt eher schneller. Ich weiß gar nicht. Ich glaub nicht. Vor ihm. Mann! Hey! Oh, immer, man kann es heraus teleportieren aus den Blumen. Ja, aber man ist ja trotzdem. Man ist ja trotzdem stuck. Nicht mal mit dem Leertasten-Ding. Ja, man ist ja trotzdem stuck dann. Mann, meine Rüstung ist kaputt. Kannst du mir eine Reparaturtisch drücken? Was soll's sein? Hm. Platzieren. Wow, was soll das? Ey! Okay, besser ist. Aber wie frech und. Mach der. Ja! Er attackt doch zuerst! Oh, jetzt ist mein Rüstung auch kaputt. Stabilize! This is order! Let's light it up! Solidify! Everybody stand back! Let me lead you. Stabilize. Ja, hast du noch Solo Ride? Nee. Ich hab zu wenig Scrap Parts, um meine Rüstung zu reparieren. So, das kann ich sagen. Oh. Scrap Parts hab ich. Genug.
Kannst du Solo Ride von der Basement nehmen sonst? Wir haben jetzt mal ein, zwei Sterne vorbei. Im Ofen, im Safe. Ja. Ach, Solar Ride, das geht schnell. Macht das überhaupt einen Unterschied, Chingling? Ja, aber sonst hätte ich noch drei Sterne für dich geholt insgesamt. Ich breake erst, sobald du da bist. Ja, ich mache hier keinen Damage. Nee, trotzdem. Deine Summons. Ja, egal. Ja, ich hab jetzt aber kaum noch Summons. Ja, aber weil... ich hab Scrap Parts. Ja, ich bin tot! Ey, Achievement! Ich hab geleckt! Oh mein Gott! Wait, ich komm mir ganz schnell. Hattest du Spaß? Okay, es läuft noch. Bro, was war das für ein Hustle? Jetzt mal for real. Actually, nein, er hat sich verpisst. Down we go oder sowas. Nee. Down we go, doch, es heißt Down we go, war ein bisschen ein Profi. Warte, mir fehlen nur noch diese zwei goofy Achievements das für die Namecard, let's go. Bro. Hast du Scrap Parts? Danke. Warte, was ist in der Mail drin? Das frech, aber. Ey, wollen wir einfach ein bisschen besseres Gear holen, bevor wir den machen? Ja, aber was ist besseres Gear? Ja, oder also, irgendwie so Bomben, dass sie das halt mal, wenn schade, man in scheiß Base geht. Bitte was? Das ist der Kopi. Danke für den Versuch. Jo, kein Ding. Ja, weiß. Oder doch, es war ein Ding, aber bitte gerne. Alter. Ey, Standard bei einer Polarfahrt, rein da. Willst du? Nein, mach. Du hast ihn nicht geclaimt. Oder wir? Wer macht Standard-Banner? Okay, dann kommt ein Standard-Banner-Pull. Was ist deine Pity? Oh, kein Fallstar hier, schade. Ja, es wird wahrscheinlich blau sein. Wait, actually? 72. Es ist 73. Ja, okay, es ist noch normale Wahrscheinlichkeit, also nichts. Ja, blau. Schade. Heim Draft Dog. Komm, benutzt Primus. Oh ja, bestimmt. Ja, komm, mach. Ah, schade. Mach einen mit Primus, damit du dir den anderen Pull noch kaufen kannst. Bro, du bist actually ein Degenerate. Du bist Gambling. 74. Wait, ich schau gerade, oh, Sakko, willst du, wie er jemandem zuschaut, wer ist am Pullen? Sacrificial Bow. Ja, okay. Auf meinem Account. Guck. Komm, mach noch einen. Noch einen auf Standard. Warum auf den Standard? Mach doch einfach einen Charakter, dann kriegst du sowieso eins. Ja, aber ich will nicht, wenn ich jetzt einen Charakter ruiniere, dann kriege, dann ruiniere ich meine Guaranteed auf Raiden. Das ist super optimal und ich will Gambling sehen, also komm. Bro, ich hasse dich. 75. Okay, jetzt kannst du dir noch den einen Pull aus dem Shop kaufen. Abfahrt. Oh mein Gott. 76, komm, jetzt muss aber auch ein 5-Star kommen. Ja, fuck you. Kannst du auch irgendwie Charakter leveln? Nee, leider nicht. Schade. Schade. Where do you want to go next? If you... Guide, ja. Hier. Mist. Verdammt. Kein Feister. Kein Wolf's Gravestone. Keine Kitching. Aus Wolf's Gravestone? Hm? Ja, wäre halt cool für die Look. Ja, hey, ich bin für eine Weile weg, aber ich lasse die Welt offen. Bis später. Jo, ciao, Frosch. Ich glaube, bis spät. Ich bin auch von diesem Account weg. So. Nie wieder anfassen. Nein, Mann. Ja, nie wieder, Mann. Nee, es ging noch. Ich habe schon schlimmere Accounts gespielt. Da habe ich Floor 12 nicht mehr versucht. Da war Floor 11 schon eine Stunde langer Struggle. Da wurde Floor 12 wirklich nicht mehr versucht. Jetzt habe ich eine. Etwas mehr als eine halbe Stunde für Floor 12 gebraucht. Ich habe eine halbe Stunde vorbereitet, dann eine 10, 20 Minuten das falsche Team probiert und dann nochmal ein bisschen mehr als eine halbe Stunde für den richtigen Run. Wie lange würde es dauern, den Account zu fixen, dass er zügig sein kann? Zum 36-Star. Mhm. 2-3 Monate. Oder ein Monat und eine Menge Glück. Ja. Aber ich würde sagen, das so 3 Monate. Das erste zu machen, gilt.
Nicht nein. Nicht Marisches See und was immer das andere ist. Marisches See, Golden Trubia, weil dann würdest genau. du Farina tatsächlich mal benutzen können. Jean-Di wird mit Xelonen ersetzt, deshalb nehmen wir mal an, dass du in 3 Monaten Xelonen hast. Dann hättest du Xelonen, Raitne, Kazuha und... Yamiko. Ja, Miko, du würdest statt Kazuha eigentlich Xelonen haben wollen. Also wenn wir reden von Fixen, dann sagen wir... Farina? Farina, sorry, statt... Was? Hab ich statt Kazuha Kazuha gesagt? Bin ich dumm? Oder Jean-Di? Ja. Ja, ich meinte Farina, sorry, my bad. Also was wieder... Also das beste Team, was du spielen willst mit Raiden Yai, wäre halt Raiden Yai, Farina, Xelonen. Wir nehmen mal an, das hast du, dann nehmen wir mal an, ja, Farina hat ein halbwegs gescheites Set, nehmen wir an, dass du mit Emblem Strongboxen ein gescheites Set für Raiden hast, dass du durch die Golden Troop Domain etwas gescheites für Yamiko hast. Also sowohl für Yamiko als auch für Farina, halbwegs okay, so serviceable Top 10% mindestens. Was nicht schwer ist, Top 10% kriegt man nach 3 Monaten locker. Ja, wie gesagt, Raiden ein Serviceable Artefakt-Set durch Strongboxen geht auf. Dann haben wir noch Xelonen. Xelonen, sagen wir mal, hast du auch ein bisschen für gefarmt, zumindest für Scroll of Cinder City. Scroll of the Hero of Cinder City, wie auch immer. Das brauchst du nicht lang, da brauchst du einfach nur die Main-Stats und das reicht. Mehr brauchst du nicht. Vielleicht sogar noch ein bisschen Energy Recharge, aber wie gesagt, das ist so vielleicht. Das ist nicht teuer, das, da gehst du so eine Woche lang in die Domain und hast es. Dann haben wir ein funktionales Team und das andere wäre ein Hooter XQ Bandit Sucrose Team von mir aus. Jean-Di ist auch fein, der Unterschied ist nicht so groß. Ja, als andere wollte ich eigentlich Mono-Geo. Dein Plan. Ja, wenn du Mono-Geo spielst, dann wird's ein bisschen länger dauern. Ja, Mito Rerun halt. Wann auch immer der mal kommen wird. Ja, und du müsstest noch ein extra Artefakt-Set fahren. Ja, kann ich Strongboxen? Ja, aber du willst ja erst Raiden Strongboxen, dann wird sich die Zeit einfach erhöhen. Ist egal. Das ist ja nicht unbedingt fix. Bis Mito kommen, dauert sowieso noch ein bisschen. Ja, dann reden wir halt von einem längeren Zeitraum, wie auch immer. Ja, ich glaube, ich gehe erstmal auf meinen Kasumane.